Hallo, heute zeige ich euch, wie man die Aufprallkraft berechnet. Dies möchte ich anhand eines Beispiels verdeutlichen. Ein Auto mit dem Gewicht von 800 Kilogramm und einer Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde bzw. 13,89 Meter pro Sekunde fährt gegen eine Wand. Nun möchten wir die daraus resultierende Aufprallkraft berechnen. Fakt ist, dass bei dem Aufprall in weniger als einer Sekunde die gesamte kinetische Energie des Autos in Verformungsenergie umgesetzt wird. In der Physik ist die Kraft der umgesetzte Impuls pro dafür benötigte Zeit. Aus diesem Leitsatz lässt sich folgende Formel erstellen. F, das heißt die Kraft, ist P Impuls durch T Zeit. In diesem Fall ist T die Kontaktzeit, die weniger oder kleiner als eine Sekunde ist. Um den Impuls auszurechnen, benötigen wir die Masse und die Geschwindigkeit des Fahrzeuges, die wir in unserem Beispiel schon gegeben haben. Wir setzen die Masse 800 Kilogramm ein und die Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde setzen wir für V ein. Nun erhalten wir ein Ergebnis für den Impuls, 11.112. Und nehmen natürlich auch die Einheiten mit Kilogramm und Meter pro Sekunde. Nun können wir den Wert für den Impuls in unsere Ausgangsgleichung eingeben. 11.112 für den Impuls und 0,5 für die Kontaktzeit. Da wir schon wissen, dass in weniger als eine Sekunde die gesamte kinetische Energie umgewandelt wird. Daher ist der Wert 0,5 Sekunden eine recht gute Annahme. Letztlich erhalten wir für die Kraft einen Wert von 22.224 Newton. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.